So. Jo, was geht ab, meine schwulen und transsexuellen Mitmenschen? Und Ladies and Gentlemen natürlich. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema, denn es geht heute um Younes Amiri. Shit, Digga, dass ich mal ein Video gegen Younes mache, ne? Das wird aber kein übliches Video, wo ich irgendjemanden einfach nur so als Hurensohn beleidige, sondern ich möchte eher in die Materie reingehen. Ich möchte wissen, was ist in Younes sein Kopf drin? Ist es nur eine kleine Nuss? Ist es ein Promo-Genie? Oder besitzt Younes ein ganz normales Gehirn? Das werden wir alles heute herausfinden. Ich habe mir ein paar Stichwörter aufgeschrieben, auf die werde ich einzeln eingehen. Das sind bestimmte Sachen, die Younes damals in seiner Vergangenheit gemacht hat und auch heute. Seht es also wie gesagt als eine Doku an. Falls ihr Bock habt auf weitere Videos, wo ich so eine Doku über irgendjemanden mache, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Diese Doku werde ich nennen Younes Amiri in a Nutshell. Weil, ey, das wird sich übel gut als Buch verkaufen, ich schwöre. Einfach Younes Amiri in a Nutshell. Ich habe schon ein Cover ausgewählt. Wie gefällt es euch? Ich finde, das sieht ganz gut aus. Weil, also ich würde es für 10 Euro kaufen. Ich würde die ein oder anderen Sachen nicht für 10 Euro kaufen. Aber das Buch würde ich auf jeden Fall für 10 Euro kaufen, ich sag die ganze Zeit. Ich werde natürlich ein bisschen ehrenlos, so wie ich immer bin. Younes, verzeih mir da ein bisschen. Ich glaube, nur auf eine Sache werde ich nicht gehen. Da passe ich ein bisschen auf. Und zwar ist es Familie. Weil, wie ihr wisst, bei... Familie ist kein Spaß mehr, Habibi. Fangen wir also an mit der Serie Younes Amiri in a Nutshell. Let's go. Ah, das war richtig schwul. Ach du Scheiße. Die Zugsache. Ja, eine Sache, die uns alle in den Kopf geblieben ist. Ich erinnere mich noch so, als wäre es gestern gewesen. Für alle Leute, die nicht Bescheid wissen, es gab ein Video, es ist ein Video rumkursiert, von Younes Amiri, wie er sich im Zug einen runterholt. Die Zugsache war natürlich eine Sache, auf die jeder einfach direkt eingesprungen ist. Ich habe da eher, glaube ich, meine Fresse gehalten. Ich habe sogar, glaube ich, nichts dazu gesagt. Aber die Zugsache war auf jeden Fall eine Sache, die Younes ganz gut gepusht hat, würde ich mal sagen. Er hat ein Video dazu hochgeladen, also nicht seinen Penis hochgeladen, sondern ein Statement dazu hochgeladen, wo er dann erklärt hat, was da alles passiert ist. Und ist mit dem Video einfach auf Platz 1 in die Trends gekommen. Kannst stolz sein. Younes, ich habe eigentlich bei der Sache nicht viel zu sagen. Es war einfach eine Dummheit, die passiert ist. Komisch finde ich es einfach nur, dass Ali Hakim zu den Zeiten neben ihm war. Younes hat ja mit ihm seine schwulsten Zeiten gehabt. Wollte ich nur so nebenbei erwähnen. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwas noch im Zug passiert ist. Komisch fand ich es auch, dass er extra dazu ein Statement raushauen musste. Ja, vielleicht hat es, keine Ahnung, dein Cousin aus irgendwo Arsch der Welt nicht gesehen. Und dank deinem Statement hat er das Video dann gesehen. Ja, meiner Meinung nach, das Statement müsste irgendwie nicht sein. Wenn er sich gar nicht dazu äußern würde, würden vielleicht viel weniger Leute davon mitbekommen. Wie ich zum Beispiel. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Ist euer Schwanz größer als Younes? Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ah, scheiße. Ja. Da gab es natürlich noch den Livestream mit Big. Ey, guck mal. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Bikir ein Ehrenmann genannt habe. Younes, du kannst den Jungen nicht böse sein. Walla Billa. Das war einfach witzig. Das war einfach witzig. Ali Hakim, ach, da fängt es wieder an. Der Ali Hakim Coacher. Ja, ja. Ich habe ein Video gegen ihn rausgehauen. Falls ihr Interesse habt, das Video gegen den Coacher Ali Hakim, der neue Coacher, der Master, er bringt euch jeden Monat 10.000 Euro rein. Simon, sein verfickte Management geht da rein, Digga, ihr bekommt jeden Monat 10.000 Euro, Lamborghini. Ja, wie ihr wisst, ich hasse ihn. Ich hasse Ali Hakim echt über alles. Ich weiß nicht warum. Liegt es an seinen Wangenknochen, die er damals in den ganzen Videos immer eingeblendet hat? Was ist das? Was ist das? Sieht er nicht irgendwie aus wie so ein GTA-SBC? Das ist einfach ein scheiß Block, Digga. Was ist das? Sein Blick dazu auch macht die ganze Sache noch schwuler, als sie ist. Ach so, ja, wie ihr wisst, hatte ich auch damals Kontakt zu Younes. Also wir haben uns gut verstanden. Er war auch einmal hier in Kassel. Da ist auch das schwule Bild zustande gekommen. Ich sehe da aus wie ein Hurensohn. Anders gesagt natürlich bei Younes. Guckt euch seine Lippen an. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich mir das heute angucke, bereue ich es irgendwie, dass ich eher auf das Bild geachtet habe und nicht wirklich auf seine Lippen. Weil... Scheiße, Digga, ich glaube, ich wäre in dem Moment wirklich schwul geworden. Naja, Younes wollte ein Fantreffen machen und hat auch Armin, mein Kollegen von damals, also der Armin, der damals hier in Kassel gewohnt hat, den hat er auch dazu eingeladen. Mäßig, mach auch dein Fantreffen hier. Und Armin natürlich zu mir auch, hat so gesagt, ja, hier, komm, muss sie, du bist natürlich dabei. Ich glaube, damals hatte ich etwas mehr Abonnenten als Younes, aber nicht wirklich viel mehr. Und da war noch natürlich Ali Haki.
Gott weiß, wer Ali Hakim kennt. Ja, ich kenne ihn auch nur von Younes. Aber wenn er mir nicht weitergeholfen hätte mit seinem Coaching, dann würde ich ihn vergessen. Deswegen 1 Million Euro. Gott sei Dank haben wir Ali Hakim. Ja, ohne ihn, ich glaube, wir wären alle pleite. Er war natürlich auch noch da und hat dann Younes mäßig gesagt, nein, ich will Musti nicht dabei haben. Was habe ich gemacht, du Missgeburt? Was habe ich gemacht? Nein, das fuckt mich gerade über. Was habe ich gemacht? Das ist zwar lange her und so und ich habe es eigentlich vergessen, aber jetzt ist mir wieder eingefallen, was habe ich gemacht? Habe ich deine Mutter beleidigt? Habe ich irgendwas anderes gemacht? Nein, warum beleidigst du mich dann so? Natürlich, das ist für mich eine Beleidigung, wenn du mich nicht dazu haben willst. Warum willst du mich nicht dabei haben? Zu Ali Hakim kommen wir noch. Ich wollte ihn nur schon mal am Anfang dabei haben, weil Ali Hakim war echt ein, sagen wir mal, großer Teil von Younes seiner Anfangskarriere. Wenn ihr mich persönlich fragt, ich hasse ihn wie gesagt noch über alles. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Ali Hakim und Nosferatu, würde ich lieber Nosferatu nehmen und ihn sogar noch dazu einblasen, um nur 5 Minuten nicht mit Ali Hakim zu reden. Ich glaube, sogar nach jedem Satz würde er mich so angucken, mit seinen Wangenknochen, die einfach, wie gesagt, aussehen wie Mario-Blöcke, an denen du einfach hochspringen kannst. Der Bombenprank, ja, das ist sogar eine Sache, die haben sehr viele Leute vergessen. Ich habe sie nämlich nicht vergessen. Es war Dezember 2018. Nein, ich habe gar nicht recherchiert. Nein, nein. Auf jeden Fall, Younes hat in einem Einkaufszentrum einen Prank gemacht und einen Böller angezündet. Woraufhin alle Menschen aus dem Einkaufszentrum rausgeflohen sind. No shit, Sherlock. Ich dachte, die werden lachen und gratulieren. Ja, da sind alle rausgerannt. Am Ende gab es dann irgendwie 30 Verletzte. Ich glaube, weil die übereinander getrampelt wurden und sonst was. Ja, nee, Younes ist nicht dumm. Er ist nicht dumm. Nein, ich weiß nicht, was er in seinem Gehirn hat. Samstagabend kurz nach 5:30. Diese Bilder entstehen, als sich die Lage schon beruhigt hat. Kurz darauf ist ein Video im Internet zu sehen, das die Tat dokumentiert. Eingestellt offenbar von jenen Jugendlichen, die damit bei YouTube prahlen wollen. Die Bilder sind von schlechter Qualität und zeigen dennoch genau, wie der Böller angezündet wird, die Täter davonrennen und es dann knallt. Ein 17-jähriger Mann aus Wolfsburg zu sein, ein sogenannter YouTube-Star, der über einen eigenen Channel verfügt und dort sogenannte Pranks, Prank-Videos. Der Bombenanschlag von Younes Amiri, der Bombenprank, war auch so eine Sache, die ich hier unbedingt auch drin haben wollte. Es zeigt nochmal seine Intelligenz. Ich persönlich glaube, Younes ist so eine Person, er macht Sachen, über die denkt er gar nicht im Nachhinein nach. So. Irgendwie denkt er auch gleichzeitig mit Social Media mit. Ja, er macht Sachen, oh shit, das wird bestimmt gut ankommen, wenn ich das dann später poste, wenn ich darüber ein Statement mache. Mein Penis wurde gezeigt, ich mache gleich darüber ein Statement. Über den Bombenprank haben wir weiterhin keine Information, was da im Nachhinein passiert ist. Ich glaube mal, dass er nicht irgendeine kleine Strafe bekommen hat, sondern eher eine große, wie gesagt, 30 Verletzte. Über die Sache hat er uns danach auch weiterhin nicht informiert. Er hat kurz was im Livestream mit Bickel darüber gesagt. Bickel, Ehrenmann. Hast du eine Schweigepflicht? Ja, ich habe eine Schweigepflicht. Du hast eine Schweigepflicht. Jo. Aber das ist ja auch verständlich. Okay, meine, reden wir nicht über dieses Thema. Aber weiterhin war da auch nichts. Aber auch der Prank im Dezember 2018 im Einkaufszentrum wollte ich auch unbedingt hier drin haben. Und wie gesagt, das zeigt nochmal seine Intelligenz. Das Klauen von Videos. Ich fange einfach mal direkt mit Younes seinen Worten an, die er im Livestream gegen Wicked verwendet hat. Weil ich es geklaut habe, Punkt. Kopierst du keine Videos oder was? Ich kann mir kopieren, wo ich will. Digga, das willst du mir erzählen? Videos vor einem Jahr nochmal, warum? Gehört YouTube dein Vater oder was, dass ich hier mir keine Videos von irgendwo holen darf? Junge, du erwähnst mich nicht mal, du bist ekelhaft. Nein, YouTube gehört nicht sein Vater, aber ich verstehe natürlich auch, was Wicked damit meint. Es fuckt ab, wenn man ein Video am 17. März 2017 postet namens die schärfsten Nudeln der Welt und daraufhin 6 Tage später ein Video von dir kommt, was auch so betitelt ist und was ein ähnliches Thumbnail hat. Ich bin aber glaube ich eher der Wenigste, der sich darüber beschweren kann. Ich glaube eher Bickett kann sich wirklich beschweren, weil er hat echt gut Bickett nachgemacht.
Das hat auch Halim in seinen ganzen Videos gezeigt. Ich habe das Video von Bekirs erstem Fantreffen mit dem Video von Yunus erstem Fantreffen zusammengeschnitten. Beide erlebten eine Eskalation. Beide sind schwul. Man wirft mir natürlich irgendwie immer vor, die gleiche Scheiße zu machen und Leute wegen Aufmerksamkeit fertig zu machen. Mir macht es einfach nur persönlich Spaß. Hierfür klaue ich keine Sprüche, klaue ich keine Thumbnails oder sonstiges von irgendwelchen anderen YouTubern. Ich achte lediglich auf meine eigenen Worte, so. Aber wenn man wirklich 6 Tage später ein genau gleiches Video macht und genauso wie ich es gemacht habe, etwas zu Hause rumbasteln und es die schärfsten Nudeln der Welt nenne, war damals nebenbei übel cringe, aber kann ich heute wieder machen, ich würde es wieder gerne machen. Finde ich ein bisschen komisch, man kann es auch noch auffälliger machen. Natürlich war da noch die Sache mit ABK, mit seinem toten Vater. Die ganze Sache habe ich mitbekommen, habe nie irgendwie was dazu gesagt. Was Yunus angeht, habe ich eigentlich immer meine Fresse gehalten, weil ich persönlich denke, dass er eigentlich privat ganz okay war. Auch wenn ich nicht wirklich Zeit hatte, mit ihm normal zu reden. Der Junge war ein bisschen überfordert, irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass mit wem war er da? Mit seinem Bruder und seinem Cousin? Dass die zwei immer ihnen so sagen mussten, hey, mach das, hey, komm jetzt. Oder nein, hier, nein. Der wurde die ganze Zeit so rumgezogen. Man hatte gar nicht die Möglichkeit, mit ihm ganz normal auf einer gleichen Ebene zu reden. Deswegen habe ich eigentlich immer Positives von ihm gedacht, bis zu diesem Zeitpunkt, als die Sache mit dem toten Vater von ABK kam. Das ist auf jeden Fall eine Sache, falls irgendwann mal Yunus, Amiri oder Ali Hakim Millionär werden, dass sie diese Sache noch in ihren Träumen sehen werden. Also, dass sie immer noch bis zu den Träumen weiterhin damit verfolgt werden, weil das war echt eine ehrenlose Aktion. Natürlich spielt Ali hierbei die größte Missgeburtenrolle. Er ist das größere Arschloch. Wobei ich aber natürlich sagen muss, dass Yunus nicht gerade Unrecht hat. Und das hat auch ABK öfters im Video gesagt. ABK hat das vielleicht nicht erwähnt, aber mir ist selber aufgefallen, dass die Dislikes und alles Mögliche bei Yunus Amerika, also der Hate, ihm mehr gestresst haben und ihm mehr wehgetan haben als die Gefühle von dem Ali. Und jetzt verlangst du aber trotzdem noch allen Ernstes von mir, dass ich irgendwie deinen Namen gerade biege. Junge, bin ich irgendwie ein Hundebesitzer, der jetzt deine Scheiße wegmacht? Dein Freund muss deinen Namen wieder gerade biegen. Boah, ich weiß ja nicht mehr, was ich mehr machen soll. Bruder, mein Kopf, alles ist kaputt bei mir. Bruder, einfach so von einem auf den anderen Tag ist so alles weg, so, weißt du, was ich meine? Zeigt natürlich auch nochmal, wie krass er auf die Klicks ist und wie krass ihm so etwas Schmerz zu sehen, wie er Abonnenten verliert. Aber darauf gehen wir noch gleich ein. Bros for Hoes. Das ist natürlich ein Sprichwort und soll jetzt ja nicht auf deine Frau bezogen werden. Aber da gibt es auf jeden Fall eine interessante Sache über Mariam und Yunus. Nebenbei habe ich gesehen, dass ihr beide auf mich reagiert habt. Ich fand das Video ganz nett. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich habe mir das Ganze wieder angeguckt. War echt süß von euch. Dass ich aber zu bestimmten Themen trotzdem meine Meinung sage, müsstet ihr, glaube ich, wissen. Das habe ich auch öfters bei anderen Leuten gemacht, mit denen ich eigentlich cool war. Ja, der Yunus, deine Fehler müssen auch mal aufgezählt werden. Egal, ob von mir oder von irgendjemand anderem. Wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hätte es jemand anderes gemacht. Die Sache mit Mariam und Daniel Perser. Ich erkläre es mal so. Yunus hat einen Freund gefunden. Daniel Perser. Die beiden waren cool, haben sich sehr gut verstanden. Und dann hat Daniel Perser mit seiner Freundin, nein, andersrum, die hat mit ihm Schluss gemacht, oder er mit ihr, ich weiß es gar nicht mehr. Die waren getrennt, Yunus war so mit Daniel die ganze Zeit, ey Bruder, ich liebe dich, Bruder, du bist mein Bre, du bist mein Bre, scheiß drauf, ich mach den Kopf frei. Bringt Daniel Perser zu sich nach Hause, lässt ihn auch dort übernachten, essen und alles mögliche, was ich eigentlich süß fand. Hat mich dann nur gefragt, warum er dann so einen Prank gemacht hat, mäßig Geld-Clown-Prank, dass Daniel Perser Geld geklaut hätte. Wie ich erfahren habe, kommt Daniel Perser von etwas ärmeren Verhältnissen, da er seinen Vater und seine Mutter nicht hat. Finde ich auf jeden Fall nicht der passende Prank. Das ist so, als ob ich einen Prank machen würde, wo ich sage, dass ich einem Blinden heute Farben erkläre. Das ist so, als ob ich einem behinderten Menschen, der sich im Bett nicht mehr bewegen kann, die Augen zuschließe. Das ist so, als ob ich zu einem Schwarzen nach Hause gehen würde und sagen würde, dass ich nach Jahren zurückgekommen bin und meine Zigaretten gekauft habe. Ja, es passt nicht, weißt du, was ich meine? Prank hin oder her, ich glaube, Daniel hat sich in dem Moment nicht wirklich wohlgefühlt bei dir zu Hause. Gerade als dein Vater in Prank mitgemacht hat. Und ja, Digga, fühle ich nicht, ehrlich. Also, da hat er mir ehrlich leid getan. Aber dann ist etwas passiert, da hat er mir noch mehr leid getan. Ich dachte mir, what the fuck? So ein Arschloch kann man doch nicht sein. Willkommen zu Yunus in a nutshell. Das ist Mariam, das ist Yunus. Yunus chillt so mit Ding, Daniel Perser. Yunus denkt sich einfach irgendwann, oh mein Gott, ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Und geht einfach zu Mariam. Also Yunus, jetzt mal unter uns.
Ich hab dich angeschwult und so, aber du bist nicht hässlich, Digga. Geh und such dir sogar aus deiner Community, ist mir egal. Wie ist diese Gespräch überhaupt zustande gekommen mit Mariam und mit Younes? Ich verstehe gar nicht. Wie hat Daniel dort einfach nur zugesehen? Wie ist das passiert? Da gab es natürlich auch Momente, wo Daniel, Younes und Mariam in einem Bett lagen zusammen. Ja, das ist auf jeden Fall YouTube-Content, Digga. Ich bin der Letzte, der Auge auf eine Beziehung macht. Das werde ich niemals machen. Aber die Vorgeschichte dieser Beziehung, die ist einfach so ekelhaft, ich komme gar nicht drauf klar. Janne, ich hoffe, dass ihr euren Kindern etwas anderes erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt. Janne, da würde ich lieber meinen Söhnen erzählen, dass Mama mich kennengelernt hat, während ich Krebs hatte. Und sie war zufällig Ärztin und hat mich dann geheilt. Sowas ähnliches würde ich erzählen, what the fuck. Bevor ich das mit Daniel erzähle, Janne, das ist auch so eine Sache. Und da gab es ja noch, jetzt gerade ist es neu passiert, die Sache mit dem Vater und Younes, dass wirklich Younes schon seine Familie sozusagen verlassen hat für Marian. Family voraus, will ich jetzt sagen. Wie gesagt, ich will sie nicht als Hure herstellen. Das ist halt nur so ein Sprichwort. Ich sag einfach Family vor Frauen, okay? Tamam, okay, deine Familie hat sie nicht akzeptiert. Du liebst sie über alles. Ich weiß, du hast eine etwas schwierige Vergangenheit, was ernst zu nehmen angeht. Dein Vater nimmt dich wahrscheinlich nicht ernst, nachdem dein Penis im Internet war. Nachdem du zusammen mit Ali Hakim gleichzeitig am Pissen war, während ihr Händchen gehalten habt. Aber wenigstens dort vielleicht den Mann stehen, mit ihr am Tisch laufen und einfach mal auf dich schauen und sagen, Papa, ich liebe sie. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. So etwas gab es bei mir, so etwas gab es bei dir, so etwas gab es bei jedem. Es gibt Beziehungen, die laufen über 8 Jahre. Die müssen sich trennen wegen Familie. Janne, wer bist du? Gier. Ich glaube, was Gier angeht, würde ich eher auf Ali Hakim schießen, als auf Younes Amiri. Vielleicht bei ihnen mit Dildos. Egal, ob mit Dildos oder Schusswaffen, auf Younes Amiri muss auf jeden Fall geschossen werden, wenn es um Thema Gier geht. Mit Gier meine ich natürlich das ganze YouTube-Ding. Dabei denkt er an sich selber, denkt an seinen Verdienst an den Videos, denkt an seinen Content, um natürlich noch mehr Abonnenten zu kriegen. Bestes Beispiel war das jetzt zum Beispiel mit Mariam. Er hat ja Daniel zu sich gezogen und hat dann Statements zusammen so mit ihm gemacht. Daniel, wenn ich ein Statement über meine Freundin mache, über meine Ex-Freundin mache, da bin ich verfickt nochmal alleine. Hol mir nicht mein Bre rechts, links irgendwo. Das ist eine... Ich mach gar kein Statement, what the fuck? Walla, diese Jugend hat einfach vergessen, was Liebe heißt. Ich schwöre auf alles, nicht normal. Das beste Beispiel, was jetzt vor kurzem erst passiert ist, war ja das mit, wie heißt der Typ? Enis, Elim, irgendwas. Der Typ war auf jeden Fall im Krankenhaus, der wurde irgendwie auf der Straße geschlagen oder so etwas. Hat einen Tumor im Kopf und deswegen sei es sehr gefährlich. Younes kommt Krankenhaus an, macht ein Statement erstmal an sein Handy. Schämt euch einfach. Ich habe euch vorher gesagt, das ist kein Spaß. Und das... Ich wusste, dass irgendwas zugestoßen war. Ich habe ihn getroffen gerade. Er wurde einfach geschlagen, er lag blutig am Boden. Er lag blutig am Boden. Als Beispiel, ich und Abdallah, wie lange kennen wir uns jetzt? Ich kenne Abdallah seit über 5 Jahren. Wenn Abdallah im Krankenhaus wäre, ich schwöre auf alles, wenn ich weine, ich bin ein Bastard. Okay, wenn es um was anderes geht, wie, keine Ahnung, 100%ige Sicherheit, dass er stirbt, dann weine ich, Bruder. Aber solange das noch nicht sicher ist, nehme ich Sachen selber in die Hand, suche die Person, die das gemacht hat und mache nicht irgendwelche Storys vor dem Krankenhaus. Hat an dem Abend sogar, glaube ich, über 20 Storys hochgeladen. Und alleine 15 davon waren vor dem Krankenhaus. Younes, du stresst mich gerade. Drinnen angekommen im Krankenhaus, damit der Enis sieht. Und das nicht mal lange, wegen Corona-Richtlinien, glaube ich. Erstmal Handy rausholen, erstmal umarmen, dies, das. Wollt ihr mich verarschen? Leute, mein Bre ist geistig behindert. Bre, alles wird gut. Du wirst irgendwann wieder laufen. Okay, mein Bre, der ist geistig behindert. Der Boxkampf. Was erst jetzt vor ein paar Tagen passiert ist. Ha, ich meine jetzt gerade. Younes mag schwul sein. Younes mag schwach sein. Younes mag vor dem Krankenhaus heulen, weil der Pussy ist. Aber ich als Nichtboxer, der noch nie was mit Handschuhen jemals zu tun hatte, habe gesehen, wie er Volkan gut auseinandergenommen hat. Ja, er hat gut Volkan auseinandergenommen. Schade dabei ist natürlich der Grund, warum dieser Kampf entstanden ist. Volkan liebt Sandra. Das ist Elis Freundin, der Typ im Krankenhaus von eben gerade. Da ist Younes. Volkan liebt sie, deswegen will er sich einfach mit diesen Enis boxen. Er will sich unbedingt mit Enis boxen. Younes sagt nein,
Nein, ich will die Aufmerksamkeit. Komm her, du Hurensohn. Volkan denkt sich, mir wurscht, ich will sowieso nur Geld. Ich nehme jeden von euch. Yunis sagt, nein, mein Bre ist geistig zurückgeblieben. Ich muss für ihn kämpfen, weil es kann auch verschoben werden. Nein, jetzt muss ich für ihn kämpfen. Komm her, komm her. Und dann gab es ein 1 gegen 1 zwischen Volkan und Yunis Amiri. Dass das für Geld gemacht wurde, muss ich, glaube ich, keinem erklären. Ich glaube, in den Interviews und alles ist nicht wirklich alles abgesprochen, aber da wurde alles ein bisschen einfach gepusht, damit die Leute sagen, oh mein Gott, Volkan wird ihn ficken, Yunis wird ihn ficken. Ja, was wir daraufhin gesehen haben, war 3-minütige Stille. Ich habe den Kampf selber live gesehen, ja, live. Hab dafür natürlich nicht 10 Euro bezahlt, weil ich habe für andere Sachen 10 Euro bezahlt. Fangen wir mit euch an. Oh mein Gott. Fangen wir mit euch an. Oh mein Gott. Wallah, ich guck jetzt, wie viel sie wert ist auf OnlyFans. Aber Wallah, die ist gestiegen. Ich schwöre, die war viel weniger wert. 10 Euro monatlich lang. Allah belanu es. 10 Euro. 10 Euro. Hier sind 10 Euro Pfandflaschen. Bitte zeig mir jetzt dein Arm. So, du bist hier mit 10 Euro Pfandflaschen wert. Jetzt zeig mal bitte was. Ja, ich habe mich schon übel darüber lustig gemacht bei Model Diana, dass ich niemals für ihre Nudes 10 Euro ausgeben würde. Aber jetzt habe ich das Verlangen, das bei ihr zu machen, um nicht den Kampf zu sehen, Bruder. Der Kampf war folgendes. Yunis, ganz normal, hat halt wie ein Boxer gekämpft. Ja, ich verstehe nichts vom Boxen. Was ich aber verstanden habe, ist, dass Volkan wie eine Pussy so gerannt ist. Und das 3 Minuten lang, bis der Kampf unterbrochen wurde und Yunis gewonnen hat. Auch in dem Interview von Volkan mit Isam Bayram, wo er auch über mich geredet hatte, hat er nebenbei erwähnt, dass es ihm nicht gut geht, auch nicht finanziell gut geht. Ja, falls ihr denkt, Social Media, er hat 400.000 Abonnenten, er muss reich sein, stimmt nicht. Erst recht nicht mit TikTok. Auf TikTok verdiene ich sag euch mal meine Preise auf TikTok. Wenn ich 3 Livestreams mache bei TikTok, 30 Euro, 20 Euro und diese Livestreams gehen jeweils 45 Minuten, vielleicht sogar noch länger. Ja, nee, TikTok ist nicht wirklich die Plattform, wo man viel Geld macht. Und der arme Volkan hat es sich auf TikTok ausgesucht und macht natürlich jetzt nicht so viel Geld. Ja, nee, kann ich mir gut vorstellen, dass Yunis die ganze Sache als Promo genutzt hat und Volkan eher an das Geld gedacht hat. Kapitel abgeschlossen. Ja, das war's auch schon mit den ganzen Kapiteln. Wenn euch die Doku gefallen hat, dann gebt doch einfach einen Daumen hoch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Abonniert den Kanal, um nicht zu verpassen, um mich weiterhin zu supporten. Das war richtig komisch, dass ich das so gesagt habe. Abonniert nicht vergessen, um ein Mustifizierter zu sein. Ah! Schaut bei Snapchat, Instagram, bei Twitch und bei meinen OnlyFans vorbei. Ich warte jetzt, damit das alles weggeht. Ist weg, tamam, okay. Ciao, man sieht sich. Hadi.